Okay, meine Lieben, das Nachtdorf habe ich bereits erledigt. Also da braucht ihr heute mal nicht mit mir durch. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, ihr habt es im Bildchen gesehen, müssen wir ein bisschen Mauern klopfen. Und zwar natürlich nicht die Anzahl, die ihr dort im Bild gesehen habt, sondern eher pro Client, denn ich habe ja noch zwei hohe Elfer hier, also die sind fertig. Die sind schon jetzt ein bisschen länger fertig. Das heißt also, oftmals heißt es ja so, ich bin maxed, ja. Okay, ich bin maxed, aber mir fehlen noch Mauern. Und zwar mit diesem Account 213 und mit dem anderen Account, das ist der Alex. Da fehlen mir irrerweise tatsächlich, wenn wir uns das mal angucken hier, eben mal durchgezählt haben, 214. Ist eigentlich der Hammer, dass ich die nach wie vor, das ist jetzt aber eher Zufall, nach wie vor wirklich gleich gehalten habe, was Level angeht, was Ausbaustatus angeht. Ich meine, auch der ist genauso maxed wie der andere auch, aber ich habe die beiden Brüder ja immer hier gleichzeitig oder relativ gleichzeitig hochgelevelt und das ist mir bis auf die Mauern tatsächlich auch gelungen. Ist eigentlich der Hammer. Und dann machen wir die erst mit dem Mucke ein bisschen leiser machen, dann machen wir die auch. Aber, Freunde, habt ihr ja gesehen, es gibt die neuen Clan-Spiele und es gibt auch schon die Rewards dazu. Oh, ah nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ah, shit. Naja, okay, dann geht's halt zum Twitter. Okay, aber hier wurde schon getwittert, allerdings seht ihr das nur im englischen Client und ich möchte das eigentlich nie liegen. Ich lasse mich nicht mal überraschen, aber Leute, es gibt mal endlich mal wieder ein sinnvolles Buch hier, nämlich ein Heldenbuch. Wunderbar. Und das ist natürlich sehr, sehr schick. Ich meine, ich brauche es jetzt mit diesen Clients hier nicht. Aber ich bekomme ja unter Umständen noch eins aus dem Pass. Und ich... das ist dann schon wieder schwierig, ne? Wenn die Clanspiele laufen jetzt, passt mal auf, die Clanspiele laufen jetzt 5 Tage, 20 Stunden. Danach hat man, glaube ich, 6 Tage Zeit, sich die Rewards abzuholen. Das wären dann 11 Tage für das Heldenbuch. Und unser Rathaus bräuchte... 14 Tage, okay, oh, 14 Tage. Heieiei, okay. Wenn man einen Trank einschmeißt, ein bisschen schneller. Und wenn wir einen Hammer nehmen, ist es sofort fertig, okay. Okay, wir haben sogar einen Hammer. Leute, was soll ich machen? Schreibt es mal in die Kommentare, was wir da machen können. Nehmen wir erstmal ein kleines Spiel mit, würde ich sagen. Eine Stunde hier, 7k Dunkles, 700 Punkte, 10.000 Dunkles. Nehmen wir mit, sehr schick. Die mit dem Gelben sind immer die, ich weiß gar nicht, ob wie die immer gesponsert sind oder die, das sind, normalerweise würde es für das Spielchen nur 350 Punkte, glaube ich, geben, aber dort ist irgendwie so ein Doppler drin. Ich weiß gar nicht mehr, warum das so ist. Bei manchen Sachen, manche Sachen sind schon so alt, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, was eigentlich war. Ich würde das ganz gerne in 2 Spielen machen, das sind nämlich exakt genau die beiden Angriffe, die ich jetzt mit euch machen möchte und deswegen wäre es natürlich schick, wenn wir jemanden hätten, der 5000 hatte. Oh, da ist er. Aber ich habe eine komische Armee. Okay, ich habe eine komische Armee. Single Inferno. Okay. Das ist nicht so schlimm. Na, wir machen den trotzdem mal. Gucken wir mal. Wie weit wir so kommen. Mal sehen. Schauen wir mal, heißt es da ja immer. Oh, da ist er. Ei, nein. Mist. Da muss ich mehr setzen. Warte mal. Da muss ich eben mehr setzen. Ah, der macht mir das immer kaputter, der. So. Dann nehmen wir die hier auch. Perfekt. Okay. 1, 2. Ich weiß, ich verbrate das jetzt gerade, aber ihr seht mal, wie viel das jetzt schon ist. Und dann brauche ich jetzt nur noch den dicken Pott von da vorne holen. Und den holen wir uns ja einfach mit ein paar Heilern. Einem Helden hier. Oder nehmen wir einfach 2 Helden. Oder wir nehmen 3 Helden mit rein. Ein paar von denen. Ein paar Bowler. Ein paar von denen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen PS machen da. Dass uns der Single hier nicht alles wegbrät. So, wir gehen hier mit dem Zeppelin rein. Ist sicherlich jetzt nicht so prall. Weil in dem Zeppelin, glaube ich, ist nichts. Ich wollte gerade sagen, da ist gar nichts Sinnvolles drin. Hier können wir vielleicht noch mal springen. Und der brät immer noch alles weg da, der Single. Habe ich da jetzt noch ein paar Truppen, die da wenigstens so ein bisschen daran gehen? Mach weg. Ah,
Ja, jetzt wenigstens noch an den Pott gehen. Ja, okay, die holen mir das Dunkle, oder? Die Hexen? Och komm, was machen die? Was machen die Skelette? Bitte. Das ist meine Schnitte eigentlich. Da oben ist die Schnitte. Okay, bis auf 500. Klarenburg müssen wir noch bekommen. Dann kriegen wir noch ein ganz kleines bisschen, oder? Hat er nichts in der Klarenburg? Der Rest müsste dann eigentlich im Rathaus stecken. Schade, kriegen wir nicht ganz. Oh, ist nicht so schlimm. Bis auf 500. Mal gucken, wie viel wir jetzt gepackt haben davon. Der Bonus zählt aber, glaube ich, nicht mit. Wir haben jetzt 4.954. Das heißt, der nächste müsste ein bisschen mehr werden. Ja, der Bonus zählt da nicht mit rein. Okay. Dann nehmen wir die Armee aber nochmal. Das ist noch die, warte mal, muss ich noch die Bogenschützin eigentlich machen? Ja, einmal noch, okay. Noch einmal die Bogenschützin, dann können wir die nochmal Quick Train hier. Jo, sieht eigentlich ganz gut aus hier im Clan Herausforderer. Wie weit sind wir? 1950. Ich meine, hat heute Morgen erst angefangen. Und das spiegelt dann auch so ein bisschen so die Mentalität hier wieder in unserem super, super Casual Clan. So ein paar Leute machen hier schon was und so ein paar machen erstmal nichts. Aber sechs Leute, ja, wir schaffen das aber eigentlich immer. Wie viel müssen wir machen? Wir müssen machen 50.000. Okay, 50.000 ist in Ordnung. Bei 4.000 gibt es dann den zweiten Griff hier. Das heißt also, da steht hier unten, get 4.000 Points to choose an extra reward when the games end. Also, dann kann man nochmal zugreifen hier. Also doppelt zugreifen und ich komme natürlich jetzt komme ich so ein bisschen in die, jetzt komme ich ein bisschen in Rutsche. Was mache ich hier mit den beiden? Knüppel ich die echt auf 12 hoch und nutze schon mal die Bücher? Ich meine, es wird hier ein Buch geben. Am Ende ein Heldenbuch und auch noch, das heißt, nicht da oben, sondern hier unten im Helden, im Pass. Und dann noch eins in den Clan spielen. Das wären zwei Heldenbücher für. Ah, ja, für die Helden, dass sie gleich weiterleveln können. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich weiß, was ich jetzt gerade mache. Ich mache nämlich gerade einen Cut. Ich habe auch noch Supertruppen am Start vor lauter Verzweiflung, weil natürlich mein Dunkles immer überläuft. Wir müssen ja auch nichts mehr im Labor machen, ist alles durch. Ja, ah, ich bin so im Zwiespalt. Rathaus Level 12, ja oder nein, dann hätten wir wieder 12er Leute. Das Rathaus, was es im Moment nicht gibt, aber das, was es in jedem Fall gibt, kurzer Cut und dann machen wir gleich einen zweiten Angriff. Okay, Freunde, klitzekleine Pause eingelegt. Klitzeklein war gut. Ich war über eine Stunde jetzt nicht da, aber ich bin auch nicht angegriffen worden. Das ist sehr cool. Hätte ich mal fast nicht so gedacht. Eine Stunde, ja. Tatsache, hätte ich fast mal nicht so gedacht, denn meistens ist ja so, dass man denn relativ fix mal angegriffen wird. Und wir wollen aber in jedem Fall gleich, ja, machen wir mal zwei Mauern, ne? 3 Mille immer pro Mauer. Na, Leute, so richtig kann ich mich nicht durchringen. Muss ich fairerweise ganz klar sagen. So richtig kann ich mich nicht durchringen. Die Mauern sind einfach zu teuer, oder was meint ihr? Die Mauern sind einfach zu teuer. Ich meine, sie haben die Mauern ja schon günstiger gemacht. Und wenn man dann auch noch den Goldpass hat, dann werden sie ja noch mal günstiger. Aber nicht jeder hat einen Goldpass. Mit diesen Accounts hier habe ich halt keinen Goldpass. Und dementsprechend. Ach so, die eine Stunde ist aber um, ne? Ach Leute, mein Clanspiel hat mich verlassen. Oh, scheiße. Oh, nö. Ach, Mist. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, Leute. Das merkt er, oder? Dass mich das gerade ein bisschen ärgert. Okay. Na, egal. Müssen wir durch, Leute. Da müssen wir leider durch. Was habe ich denn eigentlich hier? Wir setzen hier mal auch die Clanburg, würde ich sagen. Kein Mauerbruch dabei, okay. Ah, ich habe falsche Clanburg angefordert. Okay, das war jetzt nicht die richtige Clanburg, die ich hier angefordert hatte. Das war nicht die richtige Clanburg, die ich angefordert habe. Okay, gehen wir trotzdem mal durch hier. Um so ein bisschen, wenigstens ein bisschen was mitzunehmen. Würde ich mal so sagen. So, jetzt haben wir noch so ein paar. Hier haben wir die Packies. Die gehen jetzt erstmal rum. Den King zünden wir auch schon mal ein bisschen rechtzeitiger. Ah, das ist. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, aber wir nehmen ganz guten Loot mit. Allerdings ist mein Clanspiel durch. Das ist ein bisschen dusselig gewesen jetzt. Dass mein Clanspiel durch ist und meine Hawks sind da auch nicht durchgekommen. Okay. Meine Hawks sind da nicht durchgekommen. Aber macht eigentlich auch nichts, ne?
noch 2K an Dunklen. 6 hätten wir gehabt, aber mein Clanspiel ist ausgelaufen, Leute. Och. Ach, da habe ich jetzt mal so gar nicht ran gedacht. Da habe ich echt mal so gar nicht ran gedacht. So, wir lassen den Adler nicht nochmal ballern. Dann kriegen wir da vielleicht das Lager auch noch. Und nochmal still. Dann können wir hier nochmal die Queen zünden für den Inferno, für die Errungenschaft. Oh, sieht ganz gut aus. Ja, kommt, nehmen wir das Lager noch mit, Mädel. 50er Queen, ein bisschen kann die ja ab, aber jetzt wird es doch ein bisschen heftig. Okay, aber schade, ich hätte das Clanspiel geschafft, aber es ist mir, glaube ich, abgelaufen. Ne? Ich glaube, es ist mir abgelaufen. Ja, ihr seht schon, es kommt kein Haken da. Ah, Mist. So ein einfaches Clanspiel wieder, was kostet? 40 Gems, oh nö. Ach, bitter. Ach, komm. Ja, irgendwie, ich suche jetzt nichts mehr raus, Leute. Ihr hört schon, kleine, leichte, bin so ein bisschen gerade, nicht sauer, will ich nicht sagen, aber, ach, Mensches, Kinders. So, wir holen das hier noch raus, dann können wir wenigstens, ja, wir können 3 Mauern machen. Sehr schick, machen wir auch, damit sich die Folge wenigstens so ein bisschen für euch lohnt und für mich. Einmal, zweimal und nochmal, ja, mit Gold geht alles, jawohl. Okay, also wir stehen an der Kippe zu Rathaus 12, haben noch 210 Mauern zu schaffen hier. Oder halt auch nicht zu schaffen. Aber ich habe gerade gesehen, ich könnte natürlich auch ein paar Mauerringe gebrauchen hier. Ein paar habe ich noch, ne? Ja, ein paar ist gut, 23 und 25. Allerdings lasse ich mir die meistens über für irgendwie so ein Clanspiel oder für ein Passspiel, wo man ab und zu mal eine Mauer machen muss. Und da hätte ich die dann eher im Einsatz gesehen. Oftmals gibt es das ja, dann musst du nur so 10 Mauern machen oder sowas. Und die Mauern im Nachtdorf zählen ja immer, also eine Mauerreihe im Nachtdorf zählt immer als 5 Mauern. Und dafür nehme ich eigentlich immer die Mauerringe. Könnte ich natürlich auch mal so jetzt verbraten, aber 3 Stück pro Mauer, wie viel brauchen wir? Ja, 3 Stück pro Mauer, so viel kriegen wir da dann auch nicht hin. Na egal. Mal sehen, wie es hier weitergeht. In Nordrhein-Westfalen geht es übrigens ganz, ganz aktuell super weiter. Hier dürfen jetzt alle Geschäfte aufmachen, alle Einzelhändler dürfen so viele Leute reinlassen, wie sie meinen, wie das Geschäft jetzt passt. Aber ich glaube, die Regelung hält nur ein paar Stunden. Aber trotzdem habe ich eben ein bisschen gelächelt, als das rauskam, dass die Gerichte entschieden haben, dass wir wahrscheinlich wieder Ausgangsbeschränkungen haben. Naja, egal. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch einen etwas besseren Wochenstart, als ich ihn jetzt gerade hatte in Clash of Clans. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashed.